Heil Hitler! Warm heute, nicht wahr? Ja, heißer Sommer. Vielleicht sollten Sie uns dann was zu trinken anbieten. Natürlich. Dafür ist die Wäsche aufhängen. Die wird da drin schon trocken, da bin ich mir sicher. Gut. Entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Obersturmführer Heinz Vollbracht von der SS. Das ist mein Kamerad, Untersturmführer Scholl. Sagen Sie, sind Sie hier ganz alleine, Fräulein? Ja. Mein Ehemann ist in Warschau. Seine Mutter ist erkrankt. Warschau? Gefährliche Ort zurzeit. Eine Menge wütende Polacken gibt's da. Machen meinen Männern das Leben schwer. Nicht wirklich bedrohlich, aber lästig. Wie so eine Fliege, die einem an einem heißen Sommertag durchs Gesicht läuft. Wissen Sie, ich mag keine Fliegen. Summen immer rum, machen. Aber am Ende, da bringen sie nichts. Mein Ehemann ist nur ein Holzarbeiter. Wir halten unser Haus aus diesen Dingen. Die Deutschen waren immer gut zu uns. Ihr Deutsch ist wirklich beeindruckend. Wir mussten es in der Schule lernen. Mussten? Ich meine, sie haben es uns beigebracht. Sie sollten sich privilegiert fühlen, die wahre Muttersprache sprechen zu können. Also, Sie sagten, Ihr Mann ist in Warschau? Das ist richtig. Mhm. Und sagen Sie, ist er barfuß dorthin gegangen? Die sind alt. Zu nicht zu gebrauchen. Ja, aber dieser Dreck hier, der ist ja recht frisch. Frau Jakubowska. Jakubowska. Vorname Lula? Aha. Und der Ehemann ist Sigmund Jakubowski, korrekt? Ja. Beruf? Warten Sie, das haben Sie schon gesagt. Holzarbeiter. Arbeitet mit Holz. Ist ein edler Beruf. Wissen Sie, ich glaube, ich habe auch einen edlen Beruf. Meine Bestimmung ist es, faszinierende Geschichten zu extrahieren. Von neuen Freunden. Nichts ist faszinierender als die Wahrheit, Lula. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid, wenn sie nicht faszinierend ist.
wäre wirklich sehr, sehr unklug, mich anzulügen, Lula. Sie scheinen mich ja keine unkluge Frau zu sein. Also, Sie sagen mir jetzt die Wahrheit und dann dürfen Sie und Ihr Kind vielleicht leben. Mein Mann ist nicht hier. Das tut mir leid. Ich kann Ihnen nicht helfen. Gut. Dann entschuldigen Sie, dass ich Ihre Zeit gestohlen habe. Wissen Sie, Lula, Ihr Haus ist wirklich so schön. Ich muss mich hier einfach noch mal umschauen. Friedrich, bring sie raus.